Hi Leute, hier ist wieder der Thorsten und in diesem Video geht es mal um die SafeTech Speicherkarte, die SD-Speicherkarte. Die ist ja bei Amazon zurzeit drin für 19 Euro und ich habe mir die auch einfach mal bestellt, denn für das Geld dachte ich mir, macht man nichts falsch. Und ja, ich habe das dann einfach mal verglichen mit den SanDisk Extreme und SanDisk Ultra Speicherkarten, die ich mir vor kurzem gekauft habe. Und da möchte ich euch einfach kurz mal die Werte so ein bisschen zeigen. Und ja, vielleicht seid ihr auch auf der Suche nach so einer Speicherkarte und dann habt ihr schon mal ein paar Hinweise. Gut, fangen wir einfach mal an mit der SafeTech. Ich habe das Ganze so gemacht, ich habe die in einer Canon Spiegelreflexkamera formatiert vor dem Testen, damit die alle gleich sind sozusagen, denn in der Kamera benutzt man die ja auch, und habe die dann mit dem internen Kartenlesegerät von meinem MacBook eben getestet. Und da bin ich bei der SafeTech hier auf 35,4 MB in der Sekunde beim Schreiben gekommen und beim Lesen auf 85,7 MB in der Sekunde. Also es schwankt immer ein bisschen hier hinten noch, aber so war das bei den ganzen Tests, hat sich das irgendwo so eingependelt, und das finde ich schon mal sehr gute Werte eigentlich. Auch vor allem, wenn man bedenkt, dass das eine Karte für 19 Euro ist, wie gesagt. Da gibt es auch irgendwie noch eine andere Variante von der SafeTech. Da steht dann was von 20 MB oder so dahinter. Ich habe euch auf jeden Fall mal den Link in die Videobeschreibung gepackt zu der mit 60 MB. Denn ja, da gibt es anscheinend noch Unterschiede. Und nicht, dass ihr da nachher noch die falsche bestellt. Also seid ihr auf jeden Fall dann schon mal auf der sicheren Seite, wenn ihr da in der Videobeschreibung schaut. Und dann bekommt ihr eben auch solche Werte hin. 35,4 und 85,7, wie gesagt, finde ich echt gut. Wenn wir da im Vergleich mal die SanDisk Ultra nehmen, da bin ich dann auf 20 MB gekommen beim Schreiben und 45,5 MB beim Lesen. Und das ist natürlich auch noch okay. Aber wenn man dann bedenkt, dass so eine SafeTech doch schon einiges mehr schaufelt, dann ja, für weniger Geld vor allem noch, dann ist das schon nicht schlecht. Und dann habe ich noch mit der Extreme verglichen, mit der SanDisk Extreme. Die ist ja mit 45 MB betitelt. Und da bin ich dann beim Lesen auch auf 40,8 gekommen. Also da ist die Lese, beim Schreiben auf 40,8 bin ich da gekommen. Und das ist eben auch da der größte Unterschied. Deshalb ist die Extreme gut. Also beim Schreiben 40,8, beim Lesen 45,6. Und ja, das sind natürlich auch gute Werte. Aber dennoch ist diese SafeTech die schnellste beim Lesen. Das merkt man dann vor allem, wenn man Sachen von der Karte auf den Rechner kopiert. Da macht das natürlich Sinn. Und mit den 35,4 ist man auch in der Kamera bei normalen Shootings auf jeden Fall ausreichend dabei. Ja. Das soll es eigentlich schon gewesen sein. Schaut, dass ihr einen guten Kartenleser habt, denn ich habe das auch mal mit einem externen USB 2.0 Kartenleser probiert und da waren die Werte wirklich schlecht. Also wenn ihr da nicht auf die Werte kommt, schaut mal, dass ihr vielleicht ein USB 3.0 Kartenlesergerät bekommt, falls ihr euer Rechner das unterstützt, und dann bekommt ihr da auch bessere Werte. Also meine Empfehlung: für 19 Euro macht man nichts falsch. Ich würde sie auf jeden Fall nochmal kaufen. Vielleicht bestelle ich mir auch noch eine oder zwei, einfach um mehr Speicherplatz beim Filmen auch zu haben. Und ja, wie der Langzeittest sozusagen ist, das muss man noch schauen. Zur Lieferung kann ich kurz noch was sagen. Die Lieferung war eigentlich recht schnell. Ich habe sie sonntags bestellt, mittwochs war sie schon da, und da sie ja nicht mit Amazon kommt, also von Amazon geliefert wird, fand ich das eigentlich okay. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt hier mal auf den Button, dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr, ihr bekommt weitere Tipps und Infos und alles mögliche rund um die Themen Fotografie und Bildbearbeitung. Und ich habe euch hier auch zwei andere Videos noch verlinkt. Das eine ist zum Thema Reflektoren, also welche Reflektoroberfläche für Porträts geeignet ist, und das andere Video ist ein Video zum Thema Gruppenfotos, auf was man da achten sollte und so weiter. Könnt ihr einfach mal schauen, was euch davon interessiert, und dann sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.